Ja, und das ganze Thema hier in Stuttgart, der Wiege der Mobilität, hier war der Gartenschuppen von Bertha Benz, die ihrem Mann seine Erfindung damals heimlich geklaut hat und ich glaube irgendwie mit Alkohol oder nicht Benzin den ausgefahren hat, das erste Auto, und die erste Jungfernfahrt gemacht hat. Seitdem hat das Thema Automobil eine unfassbare Entwicklung hinter sich und vielleicht auch vor sich. Wie viele Facebook-Fans hat die Deutsche Umwelthilfe? 445, 210, 32. Was schätzen Sie? Vielleicht mal hier in der hinteren Reihe. A, B, C oder D? Auf geht's. C. Das ist leider wahr. Die Deutsche Umwelthilfe hat nicht einmal halb so viele Fans wie die Gegner der Umwelthilfe. Es geht um die Umwelt, um die Zukunft. Fakt ist, das Thema bewegt uns. Hier in Stuttgart, wir haben die Demos pro Diesel, die keiner denken kann. Viele Menschen gehen auf die Straße. Angst vor Arbeitsplatzverlust, ja. Aber auch die wirklich sagen, nein, der Diesel, der ist, wir müssen festhalten, wir haben Angst vor dem, was da kommt, vor der Agilität, vor dem Wandel. Greta, ich habe mir die goldene Kamera angeschaut. Ich war betroffen. Und ich hoffe, viele von Ihnen auch, da passiert viel. Die Kinder demonstrieren, meine Tochter hat ein Schild gemacht. Früher war der Fisch im Plastik, heute ist der Plastik im Fisch. Bumm. Die Mitschülerin hat ihr ein Schild, my boyfriend, no, the earth is hotter than my boyfriend. Die konnten es mir nicht erklären, aber das ist okay. Nein, aber was hier passiert, ist schizophren. Die Menschen diskutieren, die streiten in Familien, in Firmen. Es ist ziemlich krass. Heute sind wir mobiler denn je. Unfassbare Zahlen. 25 Millionen Kreuzfahrer, die freibestimmt durch die Welt reisen. Viele Container, Flug und so weiter. Doch de facto sind wir immobil. Die Straßen sind verstopft, man kann kaum mehr planen, die Züge sind voll. Luftverkehr funktioniert mehr, das heißt, wir sind eigentlich in der Situation, dass wir heute unsere persönliche Autonomie verloren haben und dass wir de facto eigentlich die Lebensqualität von uns eingeschränkt wird. Von daher habe ich 4 Forderungen mitgebracht. München hat 1972 die Olympischen Spiele ausgerichtet. Es gab Marathonwettbewerb. Distanz 42 Kilometer, 195 Meter. Es gab ein Begleitfahrzeug, diesen wunderschönen, Sie merken, ich bin doch weiß-blau und BMW-Fan, 1602. Elektro, emissionsfrei. Reichweite mehr als die 42 Kilometer, 195 Meter. Hier ist unfassbares Potenzial. Ich glaube auch nicht nur an Elektro. Für mich ist es eine notwendige Übergangslösung. Wir brauchen Technologieoffenheit, Wasserstoff, Brennstoff und so weiter. Die Debatte läuft ja gerade ganz aktuell. Und Toyota hat sich verpflichtet, 2021 zur Olympiade 1500 Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb, was wirklich emissionsneutral ist, auf die Straßen zu bringen. Von daher glaube ich, dass wir durch Digitalisierung unsere Sicherheit erhöhen können. Und meine These ist, dass wir heute diskutieren, ganz hitzig, ob wir autonom fahren dürfen sollen. Ich glaube, in 10 spätestens in 15 Jahren diskutieren wir, ob wir nicht autonom fahren wollen oder fahren dürfen. Hier ist unglaublich viel Potenzial. Man weiß heute, dass man allein durch eine intelligentere Organisation 30% des Verkehrs verhindern kann. Und im Güterverkehr, in der Logistik sind es 38%, einfach durch intelligentere Predictive Analytics und so weiter, auch durch datengetriebene Intelligenz, hier der das verbessern können. Null Eigentum in Deutschland, eine sehr beliebte These. Fakt ist, wenn Sie in gewissen Zielgruppen sprechen, und ich bin viel in Wien und in Zürich, weil dort passiert es. Dort hat die Revolution angefangen. Wir sind hier in Deutschland relativ hinten dran noch. Von daher, eine Frage noch mal in die Runde. Wie viel Zeit des Tages steht Ihr Auto durchschnittlich ungenutzt rum? 83, 13, 93, 53. Vielleicht mal hier vorne. Das sind 93%.
Meine These ist, es wird eine App geben, die uns von A nach B bringt, die uns kennt, weil wir die Daten zur Verfügung stellen, abgesichert durch Blockchain-Technologie, und damit uns helfen kann, intelligent von A nach B zu kommen. Intelligent definiert jeder für sich selber. Das kann sein schnell, komfortabel, günstig und so weiter. Das sind die drei Haupttreiber. Und meine These ist, wenn wir das schaffen, diese drei Nullhypothesen, dann haben wir drei ganz große Chancen und einen positiven Ausblick. Ich bin überzeugt, mit autonomen Lösungen werden viele im Raum hier, inklusive mir selber, später mobil sein können, auch im späten Alter. Entspannter Leben, mein Lieblingsthema. Durchschnittlich fahren wir 45 Minuten von zu Hause in die Arbeit. Diese, so war der Claim von den Marketingmenschen, auch mir damals bei Audi, diese Zeit schenkt Ihnen Audi zur freien Verfügung. In der Zeit können Sie arbeiten, lesen, spielen, telefonieren, schlafen, Ihren Masseur mitbringen. Da gibt es die verrücktesten Ideen. Ich könnte wunderbar heute Abend, ich muss leider früher los, weil meine Familie auf mich wartet, könnte ich wunderbar im Auto schlafen, bräuchte ich kein Hotel. Da gibt es ganz, ganz futuristische Themen, die werden kommen. Nicht in der Form alles null auf schwarz oder nur schwarz und weiß. Aber das Thema entspannter Leben, glaube ich, wird dem Ganzen auch uns Menschen aufzeigen, dass es wirklich auch einen Nutzen hat, dass es Freude machen kann und dass es kein Verzicht ist. Ich glaube, dass wir da hinkommen, dass der Staat Sorge tragen muss, dass es alles funktioniert, dass Menschen, Güter und Daten auch in Zukunft mobil sind. Weil es ist, sehen wir weiter unten, Grundlage und Treiber für Wohlstand und Lebensqualität. Sicher, intelligent, Haken dran, das wird kommen. Klimaneutral, grün, das muss kommen. Wir haben gar keine andere Wahl. Das ist möglich. Von daher glaube ich, dass in diese Richtung ist es möglich, dass wir, wo wir jetzt stehen, dass wir wirklich ein positives Bild schaffen und letztendlich ja, aus der analogen Zeit in die digitale Zeit kommen und die Chancen nutzen, um aus dieser Sackgasse rauszukommen. Und mein Plädoyer ist, überlegen Sie, was Sie machen können. Es wird viel passieren, auch in meinem Umfeld. Und ich glaube, jetzt als letzter Appell, wenn wir jetzt Dinge anders machen, besser machen, dann glaube ich, dass wir die persönliche Autonomie, das treibt mich, dass wir die wieder zurückgewinnen können und letztendlich die Lebensqualität für uns, aber auch für die nachfolgenden Generationen und die nachfolgenden Generationen unserer Kinder, die Lebensqualität wieder deutlich sichern und erhöhen können. Dankeschön. Ein Impulsvortrag nach dem anderen, ein Feuerwerk von Inspiration. Ganz besonders gut hat mir gefallen der Vortrag von Dr. Hans-Peter Klebinder zum Thema New Mobility. Überzeugend, charmant und einfach großartig hat Herr Dr. Klebinder uns gezeigt, wie die Mobilität der Zukunft aussehen könnte. Wie wir alle mit null Emissionen, null Unfällen und ganz, ganz viel neuer, freier Zeit mobil sein können. Das hat mich wirklich inspiriert und ich danke Ihnen für diesen hervorragenden Impulsvortrag. Hans-Peter Klebinder ist eine Wucht. Er ist nicht nur einfach Experte, sondern er lebt und liebt das, von was er spricht. Ich finde teilweise seine Interpretationen ein bisschen mutig, aber ich liebe mutige Menschen. Ich denke, dass wir an den Hans-Peter Klebinder noch in 20 oder 30 Jahren zurückdenken werden. Und ich wünsche ihm unglaublich viel Erfolg auf seinem Weg. Die ersten Sekunden des Auftrittes entscheiden vielfach darüber, wie wirkt die Person, der Redner, die Rednerin. Ist es authentisch? Ist es vertrauensvoll? Wenn dann nach den ersten Minuten noch Kompetenz hinzukommt, ist es ein hervorragender Vortrag. Und genau das habe ich bei Herrn Dr. Hans-Peter Klebinder erlebt. Er hat Dinge auf den Punkt gebracht. Er hat die dritte Revolution in der Automobilindustrie angesprochen, Mobilität in der Automobilindustrie. Es wird uns dieses Thema in den nächsten Jahrzehnten massiv beschäftigen auf der ganzen Welt. Ich danke Herrn Dr. Hans-Peter Klebinder für diese Impulse, die er gegeben hat zum Nachdenken, aber auch zum kritisch darauf schauen und auch wirklich kritische Bemerkungen da in Zukunft so zu machen. Vielen herzlichen Dank dafür.